Hey, es ist Eugene von Support und heute zeigen wir euch das D200 Lautsprechersystem von Creative. Hier seht ihr das Creative D200, das ist die Retail-Verpackung, so findet ihr sie im Laden. Das D200 ist ein Wireless-Lautsprechersystem, welches über Bluetooth funktioniert. Das heißt, ihr könnt euer Smartphone, euer PC oder euer Notebook verbinden und den Sound so in verschiedenen Räumen verteilen. Lasst uns mal schauen, was in der Verpackung drin ist. Das ist die Retail-Verpackung. So bekommt ihr das Gerät im Laden. Das ist von Creative das Design für diese Verpackung, das wir hier sehen. Hier sehen wir es nochmal von hinten, das Gerät selbst. Wenn wir es einfach mal aufmachen, öffnen wir mal diese kleinen Klebestreifen, gucken wir einfach mal rein. Und was haben wir dann da drin? Eine Sekunde. Ich glaube, wir sollten uns mal kurz umdrehen und mal reinschauen. Also, wir haben zum einen natürlich das Herzstück der ganzen Verpackung, die Lautsprecher selber. Ich drehe sie kurz nach vorne. Wir legen die kurz mal zur Seite, um die Dramaturgie zu wahren. Schauen wir mal, was noch in der Verpackung drin ist. Also, wir haben dann dazu noch ein Netzteil. Zum Netzteil zusätzlich noch natürlich den Stecker für die Steckdose, der hier unter versteckt ist. Den kann man hier drauf klippen und schon kann man das Netzteil mit der Steckdose verbinden. Wichtig ist zu wissen, dass das Creative D200 keinen Akku integriert hat. Das heißt, das ist nicht für unterwegs geeignet, sondern eher für den Heimgebrauch gedacht. Hier ist das Creative D200. Nochmal reinschauen, was noch in der Verpackung ist. In der Verpackung ist natürlich noch eine Bedienungsanleitung, die holen wir auch noch ganz schnell raus, um wirklich nochmal alles rauszuholen, was aus der Verpackung rauszuholen ist. Also wir haben hier eine Bedienungsanleitung mit ein paar, ja, wir haben hier noch Gutscheine, die ihr nutzen könnt, um 35 freie Songs zu bekommen. Lege ich erstmal zur Seite, das interessiert uns ja nicht so sehr im Moment. Wie gesagt, das ist das Herzstück der Verpackung, das Creative D200. Wichtig zu wissen ist, dass es kein Akku eingebaut hat. Das heißt, ist es eher gedacht für den Heimgebrauch oder für den Gebrauch in vier Wänden oder dort, wo eine Steckdose vorhanden ist. Vom Gewicht her ist es etwas schwer. Es ist natürlich schwer, ist relativ, aber es fühlt sich recht schwer an, wenn man im Vergleich zum D100 das Ganze testet, das wir auch in einem Video getestet haben, hat aber dafür höchstwahrscheinlich auch dafür auch einen besseren Sound. Vom Design her sieht es besser aus als das D100, hat einen leichten Piano-Lack-Look auf der Oberfläche und glänzt recht schön. Wir haben dann hier oben noch die Tasten für Bluetooth, leiser und lauter. Mehr Tasten gibt es ja fast nicht. Auf der Rückseite haben wir noch einmal den Power-Button, dann haben wir noch einen AUX-In-Eingang und noch den Netzteilstecker-Eingang. Das war es eigentlich schon von dem, was es für Anschlüsse gibt. Wir haben hier noch ein paar Standfüße, was ja auch selbstverständlich ist. Und wenn man das ganze Ding mal auf den Tisch stellt, sieht man mal, so sieht es ungefähr aus. Insgesamt ein interessantes Produkt. Wir haben es nochmal für euch getestet, wir haben es nochmal angeschlossen mit einem Smartphone, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie die erste Synchronisation funktioniert und wie ihr dann Musik über das Creative D200 hören könnt. Schaut einfach in unsere anderen Videos rein, kommentiert unter das Video und abonniert unseren Kanal. Das war es mal von mir und ich sage ciao.